willkommen bei Urbanetics Tutorials von Agopark und Chris Bacher von One Move. Ja, und zwar haben wir gedacht, dass wir heute einen Polio machen. Polio ist ein Sprung auf eine senkrechte Stange, ein Präzisionssprung sozusagen. Und gleichzeitig, weil man da schon so cool hängt, habe ich mir gedacht, machen wir gleichzeitig noch den Dino. Ein Sprung, wo man zuerst hängt an der Stange oder einfach so hängt und dann sich hochpusht und zu einem höheren Punkt hinaufspringt aus diesem hängenden Zustand. Da haben wir so eine feine, runde Stange, auf die wir jetzt gleich springen werden und testen mal, wie sich das Ding überhaupt anfühlt, wenn ich mit dem Fuß so dagegen steige. Ganz wichtig, vorher Schuhe trocken machen, falls sie nass sind. Dann im eigenen Ermessen Abstand vergrößern. Dino, wir starten in einer hängenden Position und springen eine Etage höher. Drücken und ziehen mit den Händen. Zack. Das ist übrigens die Technik, wie die ganzen Verrückten eben im Internet die Hochhäuser runterkommen. Da muss man wirklich zuerst safe sein, also probiert den Move aus und geht es eben immer bei allen Tricks Schritt für Schritt vor. Ja?